Geilste, was ich im Leben mit Freiwild erlebt habe. Und jeder hat separat gesagt, es gibt nichts Besseres als ein Riedenkreuz auf der GOND von solch großartigen Publikum. Daher sage ich, beweist es euch, beweist es uns, hier ist für euch aus dem Tirol Freiwild! So, geliebte Leute, wir sind jetzt im Jahr 2011 angelangt und die GOND geht in die nächste Runde. Wir ziehen jetzt mal ganz ein kurzes Resümee der letzten Jahre GOND. Und zwar fange ich jetzt mal an mit dem Jahr 2006, Onkelsnacht, die erste. Wir damals noch auf dem Zeltplatz gebannt, auf dem Zeltplatz gehaust, gesoffen. Wir spielten damals noch am Freitag, glaube ich, am Vortag in der Live Factory und zwar zusammen mit Stainless Steel. Willkommen zur Warm-Up-Party der größten Onkelsnacht Deutschlands. Und ich hoffe, wir machen diesen Namen heute, ja, alle Ehre. Aber ich denke mal, so viele Leute, die heute da sind und so viel Stimmung ist bei dem Spiel heute, ihr seid gut drauf, wir sind gut drauf und wir feiern heute. Und wer hätte es gedacht, aus diesem kleinen Fest, diesem Freitag, ist bereits am Tag darauf ein 8.000 oder 10.000 Menschen großes Open Air geworden. Und was sich bis heute getan hat, das werden wir euch jetzt mal kurz schildern und euch ein bisschen vor Augen halten. So. So, 2006 in der Live Factory war für uns ein richtig geiles Konzert. Wir danken Timo und Kiri, dass sie uns damals die Möglichkeit gegeben haben, uns dem Publikum zu präsentieren. Ich glaube, es waren 2000 Leute in der Halle, also vom damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr große Halle für uns. Und jedenfalls danke dafür und ja, man hat dann gesehen, dass die nächsten Jahre umso schöner waren dann. Ja, am nächsten Tag war ja das große Event, das große Konzert dann. Gespielt haben die Sadas-Offiziere und die Enkels. Und wo wir als Fans, als eingefleischte Onkelsfans, haben wir dann das Festivalgelände betreten, schon am Nachmittag. Da war eigentlich noch wenig los, aber es hat sich schnell gefüllt und wir waren sehr erstaunt, dass so viele Leute da waren. Es waren 8.000 bis 10.000 Leute und es war echt Wahnsinn. Ja, die zwei Tage waren für uns natürlich ein großes Erlebnis und war auch eine schwere Zeit, da wir zwei oder drei Tage dann uns ganz schön die Birne zugehauen haben. Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht und da nimmt man auch ein bisschen kleinen Kopfschmerz in Kauf. Es war sehr geil, Dankeschön. Die GON 2007, legendär. 2007 direkt im Reiterhof von Langenbrettach. Ein Wahnsinnsgelände, als wir damals mit dem Auto da ankamen, haben wir eigentlich nur lauter Autos gesehen, die im Matsch verschwunden sind. Das heißt, die Traktoren mussten die ganzen Karren aus der Scheiße rausziehen. Wir hatten da ein bisschen mehr Glück, wir waren schlau und haben das Auto ein bisschen weiter oben geparkt, was uns am Sonntag aber trotzdem nicht erspart blieb, denn selbst da auf der Anhöhe war es danach notwendig, dass man sich fremde Hilfe geholt hat, ja, sich da zu befreien. Legendäres Konzert, saugroß, saugroße Bühne, super Bands und einmaliges Erlebnis. GON 2007 schon ein Stückchen größer und ich würde sagen, eigentlich, das hat wirklich die Weichen gestellt für das, was bis jetzt, bis heute dann noch dazugekommen ist. Ja, 2007 war unser erstes Konzert auf der Hauptbühne und ich kann mich erinnern, ich glaube, waren eine der einzigen Bands, die mit eigenen Songs angereist sind und ja, also man kann sagen, die Onkels-Bands waren in der Übermacht, aber wir haben trotzdem, glaube ich, ganz gut Stimmung gemacht. Also wenn ich jetzt noch zurückdenke an die geile Zeit mit den ganzen Freiwildschreien in der Masse, dann kriege ich heute noch Gänsehaut. Und alle zusammen!
2008, da hat die Gond gewechselt zum Autohof Strohhofer in Geiselwind und auf dem gigantischen Parkplatz. Das war für uns auch eine Ehre, dort zu spielen, weil da schon die Onkels damals schon gespielt haben und am selben Ort, am selben Platz zu spielen, war für uns natürlich auch eine große Ehre. Was freut ihr euch? Auf welche Band? Oh, alle. Alle, die da sind. Freiwild! Ja, auf jeden Fall. Freiwild ist geil. Hast du schon mal gehört? Ja, live gesehen, aber da ist schon. Okay. Hab mich sehr beeindruckt auf jeden Fall. Gond in Geiselwind. Ich sehe noch die Bilder da wirklich unüberschaubar großen Menschenmasse, die vor Ort war. Ich kann mich erinnern an den Achim von den Enkels, der natürlich das genossen hat, von der Hebebühne aus auf die, ja, ich sage jetzt, was waren da, keine Ahnung, weit über 10.000 Leute. Ja, zu schauen. Und für uns, wir hatten damals schon einen sehr, sehr geilen Slot, muss ich sagen. Das war damals irgendwo, glaube ich, haben wir schon, ich sage jetzt mal, von der Größenordnung die das Standing eingenommen, was eigentlich die damals noch führenden Onkels Coverbands eingenommen hatten, eigentlich seit eh und je. Und für uns war es dann, glaube ich, irgendwo der Zeitpunkt, wo wir wussten, dieses Festival wird noch ganz, ganz viel Karriere machen. Und wir kamen meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut an, was man auch danach wirklich an den Resonanzen und am überwältigen Merch, ja, am Merch-Umsatz, Gott sei Dank, danke, seid die Geilsten, gesehen hat. Also es war ein traumhaftes Fest und irgendwo schade, dass es nicht mehr da stattgefunden hat, aber die nächsten Jahre haben ja gezeigt, es geht auch anderswo. GOND kann man auch, ja, wie soll ich sagen, mit der Gond kann man auch übersiedeln, sage ich jetzt mal. Wie sieht's aus? Wie war es hier heute für dich, für euch? Ja, optimal. Wie letztes Jahr auch auf der Gond. War auch schon extrem. Wie ihr seht, die Leute feiern ordentlich mit. Und ja, gigantisch. Überwältigend. Geiselwind, ich kann mich erinnern, da war Wahnsinns-Aftershow-Party danach ja, in dieser Halle, keine Ahnung, wo ja. Danach, glaube ich, das FEK 9 Festival, genau, FEK 9 Festival stattgefunden hat. Ja, jeder war besoffen. Alle? Alle waren besoffen. Außer ich. Außer der Zecker, der trinkt ja nichts. Jedenfalls war das super Aftershow-Party, die man selten so im großen Rahmen so schön feiern kann. Ja, geil war's. Gond 2009 war in Riedenkreuth, riesengroßes Fest, 20.000 Leute und unsere Anspannung war dementsprechend groß. 2009 am Freitag war ein riesengroßes Saufgelage, also wir waren nur als sozusagen Zuschauer da am Freitag und ich kann mich noch erinnern, es kam ein riesengroßes Unwetter, alle Leute rein in die Halle, hat gestürmt und gewettert und ja, man hat sich gefühlt wie eingepferchtes Pferd, kann man schon sagen. Hallo, du bist der Sänger von Freiwild, richtig? Sehr richtig. Und du feierst hier? Natürlich. Ich bin einen Tag früher angekommen, um das alles ein bisschen mitzukriegen. Freust du dich schon auf den Auftritt? Natürlich. Natürlich, wie jedes Jahr. Kein Lampenfieber? Na, morgen wahrscheinlich. Morgen. Ihr wart ja schon mal auf der Gond, schon ein paar Mal, also oder? Einmal auf der Gond. Und? Oh, überhaupt, servus. Ja. Und es ist jedes Mal ein Erlebnis, oder? Natürlich. Gond ist einzigartig. Wie gefällt dir das Publikum? Ich würde sagen, sehr gut. Eigentlich für das, was ich gesehen habe jetzt, sind alles nette Leute. Also von vorne bis hinten hat sich auf alle Fälle jetzt schon mal gelohnt, Tag früher anzureisen. Heute habe ich meine Kumpels mitgebracht, die ganzen Irren hier. Und morgen spielt Freiwild und da werden alle
Bruder, da musst du jetzt keine Stimmung machen. Morgen sind wir auf der Bühne, die Jungs. Und dann geht hier alles ab. Da brennt hier morgen die Hütte. Es ist eine Riesenparty. Es ist letztes Jahr, wo wir in, keine Ahnung, wo wir letztes Jahr mehr waren. Es war so geil. Geiselwand war letztes Jahr, genau. Da war es ebenfalls, da war scheiß Wetter ein bisschen, glaube ich. Aber dieses Jahr, es ist so geil. Wir haben eine super Bomben-Location. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wir wieder hier sind. Und es für die Crews da unten, auch wenn wir Tiere schwitzen in den Zelten. Es macht für uns alle Spaß. Wir haben da drin Party, wir haben draußen Party, Aftershow-Party. Es ist so geil. Es macht tierisch Spaß. 2009 natürlich dieser Song der ganzen, der ja zusammen entstanden ist durch die ganzen Musiker der G&E-Bands. Dieser Song Treue Schwurm. Ich kann mich erinnern an diese Musiker und Sänger, genau. Ich kann mich erinnern an diese Probe. Ich glaube, es hat einfach sich gar keiner vorbereitet, was man auch gehört hat bei der Probe. Aber es hat danach eigentlich ganz gut geklappt und es waren Hymne, würde ich sagen. Richtige Hymne. Und die klappt heute noch. Unser Konzert dann in Kreuth, das war natürlich der absolute Wahnsinn. Also super Stimmung, Wahnsinnsfans. Also uns hat es sehr gefreut. War sehr geil. Mir zieht es heute noch alles zusammen. Den Penis. Den nicht. Alkohol, Alkohol! Alkohol! Ja, das Gelände in Rieden, Kreuth ist natürlich einzigartig. Es hat diesen Arena-Style, sage ich jetzt mal. Man fühlt sich wie im Kolosseum, wie im Hexenkessel. Der Vorteil natürlich ist auch ein bombastisch gutes Hotel, was man ja auch sonst sehr, sehr selten sieht. Wir hatten danach nochmal die Möglichkeit, auch bei Rock'n'Rock South zu spielen. Es war natürlich von der Stimmung her, es ist bei der Gond immer noch mal ein Ticken besser, weil einfach die eingefleischten Onkels und Deutschrock-Fans alle vereint diesen Hexenkessel einfach perfekt ergänzen und ausfüllen. Und deswegen ist es, glaube ich, schon, was so im Deutschrock-Bereich passieren kann und diesem alles, was nach Onkels kommt auf dieser Schiene, sage ich jetzt mal, ist schon, glaube ich, recht viel besser gar nicht mehr möglich, sage ich jetzt. Die Erde hat gebebt. Die Erde bebt, die Welt brennt, genau. Wollt ihr sehen heute? Freiwild. Freiwild. Und sonst noch jemand? Puh, nö, eigentlich Freiwild. Ja doch. Nur Freiwild. 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 Seid ihr nur wegen Freiwild hier? Nee, natürlich auch die anderen. Ja. Kerbholz. Warum Freiwild? Die sind einfach cool. Ja. Ja, alle. Helle, oder Helle? Helle, Freiwild. Freiwild. Ja. Freiwild. Hauptsächlich oder noch andere? Alles, was Onkel spielt. Freiwild spielt kein Onkel. Ja, Freiwild spielt Freiwild, aber ansonsten alles, was Onkel spielt. Einer geht noch! Einer geht noch! Gond 2010, ein Fest der Superlative und ein sehr würdiges Fest für die Onkels. Wir haben natürlich da ein bisschen die Arschkarte gezogen beim letzten Jahr, aber ich danke dem Herrn für dieses Unwetter. Die haben die komplette Breitseite dieses Gewitters abgekriegt und wenn ich mich zurückerinnere an allein schon an den Song Arschtritt, wo sich natürlich x-tausende Feuerzeuge gepaart haben mit diesen Regentropfen des Himmels, dann kann ich sagen, dieses ganze Händemeer und das alles zusammen, das verursacht heute noch Gänsehaut. Bei uns allen, glaube ich. Zeig mir mal die Feuerzeuge. Deiner Mitte. Wo sind die Raucher? Die Kiffer? Wo sind sie alle? Hey, 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 was hier heute abging. Ja, das ist zu erklären. Super geil.
ist alles gesagt. Traumhaftes Publikum, super geile, nette Leute. Und ich denke, das ist genau das, worauf die Onkels heute noch stolz sein können, letzten Endes. Nach so vielen Jahren, dass sie aufgehört haben, reisen trotzdem noch so viele Leute zur GND. Ja, und ja, sprachlos einfach. Geil, für uns war es super. Ich hoffe, für die anderen Bands, habe ich gehört, war es auch super. Von dem her, passt und danke nochmal an alle Leute, die da waren und bei dem scheiß Wetter so mitgemacht haben. Ich möchte mich, oder wir beziehungsweise möchten uns natürlich bedanken bei den Fans, die den strömenden Regen da ausgeharrt haben und trotzdem die ganzen knappen 2 Stunden bei uns geblieben sind und mit uns gefeiert haben. Das war Wahnsinn. Ja, und genau dasselbe möchte ich auch an die Veranstalter richten und an die ganzen Helfer und an die Filmleute, an unsere Crew und so weiter. Ich sage jetzt mal, das war für uns, glaube ich, eins der wirklich mitunter geilsten Konzerte, die wir miterleben durften. Und deswegen sage ich, wir freuen uns jetzt wirklich auf die GON 2011. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Wir freuen uns auf euch. Kommt alle, beimpft euch wie auch die letzten Jahre und die paar Bissköpfe, die für Ärger gesorgt haben, bleibt zu Hause. Und wir, wie gesagt, sind Freiwild aus Südtirol. Wir freuen uns auf euch. Ja, ich habe es schon vor ein paar Jahren schon gesagt, also jedes Mal, wenn ich da oben auf der Bühne stehe, auf der GON, da kriege ich einen Steifen, aber das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und heute war es natürlich auch so. Ich denke, heute war es noch mal eine Spur besser als letztes Jahr auf jeden Fall. Und wir kommen immer wieder gerne zu der GON. Immer ein schönes Festival, schöne Leute und ja, einfach ein super Festival. Also kommt alle hin zur GOND.